Standort eben nichts tun. Dennoch werden wir gemeinsam auch klarkommen, versuchen jedenfalls klarzukommen mit denen, die im Moment noch nicht dabei sind. Und das gilt sicher auch für die, die ein bisschen aus der Distanz ständig das beobachten, was passiert und eher die kritischen Punkte finden, anstatt zu sagen, wo kann ich selber da helfen, wo Macken da sind. Wir haben, weiß Gott, noch eine Menge zu tun, auch über die nächsten Jahre unterstützt durch den Stadtumbau West und die Förderprogramme. Das wissen wir gemeinsam. Was uns sicher ein Stück Sorge macht, ist das Thema, wie sieht es mit der Nahversorgung dann auch in der Hochstadt aus. Das ist uns bewusst, aber da sind auch uns Grenzen gesetzt. Auch da gilt es dann, gute Ideen zu finden, Geschäftsideen dafür, wie wir die Nahversorgung, den Einzelhandel und vieles andere auch besser machen können. Das können wir nicht allein als Vermieter. Aber insgesamt sollten wir uns nicht kaputt reden lassen, dass die Hochstadt und wir alle auf einem guten Weg sind, dass wir deutlich besser sind als manche von draußen, die nicht da waren, uns überhaupt sehen. Und die hier hinzuholen und ihnen zu zeigen, wie stark wir auch feiern können, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier so schön zusammen sein können. Ich freue mich, ein Teil von Ihnen sein zu dürfen. Danke. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen die Wünsche der Bezirksvertretung und der Bezirksverwaltungsstelle Bochum Süd überbringen und freue mich, dass Sie wirklich ein solches Fest auf die Beine stellen. Das geht nur, wenn die Leute, die daran mitmachen im Ehrenamt, das nicht nur heute tun, sondern eigentlich immer. Das wissen wir auch. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an all die, die nicht nur heute, sondern immer in der Hochstadt sich engagieren für die Allgemeinheit. Ich sage es auch mal, man kann im Unicenter wieder einkaufen. Und wenn ich vom Einkauf im Unicenter durch die Hochstadt gehe, Richtung Schattbachstraße, wo ich wohne, dann kann ich nur sagen, man sieht, dass sich hier etwas verändert. Man sieht auch, dass sich etwas positiv verändert. Insofern war ich auch etwas überrascht, in der Zeitung dann zu lesen, dass es da etwas Ärger gab. Ich kann nur sagen, da wo gebaut wird, ist Lärm, das ist immer so. Und man kann nur versuchen, meine beiden Vorredner haben das auch schon gesagt, gemeinsam irgendwo eine Hilfe, ein Abstellen der Mängel erreichen, sonst geht es nicht. Ich will mich nicht lange ausdrücken und auch nicht länger Sie davon abhalten, dieses Fest zu genießen. Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf. Das Wetter hat schon mitgebracht. Ich habe das geahnt und habe meine Kappe dabei. Denn wenn man sich länger dabei aufhält, hat man manchmal oben auf dem Teil etwas Probleme. Insofern viel Glück, viel Spaß und alles Gute. Und alle, die jetzt zu uns gucken, wollte ich nur mal bitten, sich umzudrehen und auf dieses Bauwerk zu schauen und einen herzlichen Applaus zu spenden. Super, super. Eu sou até que era aquilo.